Einen wunderschönen guten Morgen. Einen Hallo. wunderschönen Schwarzen guten Kaffee für mich, stark Morgen. und schwarz, dunkel stark Einen schwarz. wunderschönen. Eju. Eju. Eju-Weg. So, nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Little Island, ich habe schon gesehen, dass du da bist so früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir? Ich habe mir übrigens gerade die Nachricht geschickt. Willkommen in Deutschland. Wo war ich über Nacht? Haben mich Aliens entführt? Wird auch erklären, wieso mein Wecker heute früh 8 Minuten lang geklingelt hat, bevor ich aufgewacht bin. Normalerweise klingelt er keine 10 Sekunden. Also heute Nacht ist irgendwas passiert. Was? Guten Morgen, der Herr. Oh nee, nicht der Herr. Der Herr, das ist mein Papa. Ich hasse es übrigens zutiefst, wenn ich Herr mit meinem Nachnamen angesprochen werde. Ich hasse es. Hab schon gewartet, ganz okay. Ich habe irgendwie nur wenig geschlafen, konnte ab 4 nicht mehr schlafen. Ja, ich habe geschlafen. Und zwar 8 Minuten lang, während der Wecker geklingelt hat. Normalerweise macht der Wecker an, der zack, wach, Wecker aus. Das sind normalerweise keine 5 Sekunden. Normalerweise. Nur heute war das irgendwie seltsam. Irgendwie. Ganz leicht. So, wir haben die Sortierungsanlage fertig. Das heißt, man kann hier reingucken. Ja, das sieht ordentlich aus. Man kann hier reingucken, muss man aber nicht. Und am Bahnhof sieht dann wieder alles tippitoppi aus. Einzige Problem. Zwei Probleme. Gibt keine Probleme. Es gibt nur Sachen, die noch nicht gelöst wurden. Also ich habe noch keinen Strom angeknipst, denn wir haben viel zu wenig Stahlträger und wir haben noch viel, viel mehr zu wenig Stahlbetonträger. So, Kaffee und die böse qualmende Zigarette. Ja, das Z-Wort gesagt. Nee, alles gut. Alles gut. Hab nichts gegen rauchende Menschen. Also, Zigarettenrauchende Menschen. Nicht anders rauchend. Ach, ihr wisst schon. Wie spät haben wir es? Es ist genau um 5. Letzten Tage war ich schon Viertel vor, 20 vor, oder? Teppich verlegen muss ich. Problem kenne ich. Auch aktuell eher anders in Minecraft. Ach, da sind auch offene Projekte. Also, noch nicht abgeschlossene. Noch nicht finalisierte Ideen, die man mal hatte. Schon gewundert, wo du bist. Ja, ich mich auch. Ich habe ja nicht verschlafen. Ich habe nur länger geschlafen als üblich. Und dann schneller geduscht als üblich. Und ich hoffe, ich habe fürs Frühstück alles vorbereitet, schneller als üblich. Also, ja. Ja, davon sind reichlich. Ja, kenne ich. So, ich habe gestern auch schon. Ah, ne, ich habe wieder ein bisschen was im Inventar. Ich habe gestern schon mal probiert, wie das mit dem Sortieren so läuft. Und ja, funktioniert. Es ist nur, solange halt zu wenig Stahl und Stahlbeton da ist, werde ich nicht anknipsen. Weil eigentlich spricht nichts dagegen. Spricht was dagegen? Aktuell eigentlich nur, dass wir keine Schredder da stehen haben. Ah, hier oben. Ah, das sollte hier oben hin, Schredder. Okay. Ich weiß wieder, was wir zu tun haben. Wir brauchen hier reichlich. Moment, wir haben 40 Container. 40 hoch, dann haben wir 40 Stück. Praktisch. Dann brauchen wir Förderbänder natürlich. Moment, machen wir davon. Die vergesse ich immer.
vergesse ich immer. Machen wir 40. Oh, wir machen ein Stäbchen. Und von denen hier machen wir sowieso. Oh, die sind aktuell das Problem. Oh, nee, nicht 1100. Stahlbetonträger, die 100 Stück werden nicht reichen. Da ist noch. Mindestens 10. So. Und Sie sehen Eisenstangen, versteckte Eisenplatten und Stahlbetonträger, die werden uns ausgehen. Das ist das, was aktuell tatsächlich die ganze Zeit fehlt. Und wir gehen. Natürlich alles zugebaut. Eisenstangen, verstärkte Eisenplatten. Müssen beides hier sein auf der Höhe. Ja, wieso sollte man irgendwas einbauen, damit man hier gehen kann? Nicht löschen, das wäre nicht gut. 100. Dann noch Stäbchen. Stäbchen. Eigentlich würde ich ja mit dem Zug vorfahren, der würde jetzt automatisch beladen werden. Ich würde mich aus dem Zug bedienen und müsste nicht mehr hier rein. Das wäre der Plan gewesen. Nein! Ah, doch, genau. Moment. Ich muss da sowieso wieder hier rein. Wir haben nämlich die Splitter hier. Hatte mal so berechnet, dass das reichen sollte. Moment, geht noch. Oh ne, beliebig ist überall nur drin. Oh nö. Beliebig ist doch nicht gut. Beliebig ist böse. Alles Unbestimmte, denn es wird vorher sortiert und Überschuss. Was machen wir jetzt? Ja. Wir sind da genau. Wolle Farmen, juhu! Nein. Das ist übrigens, was mir an dem Spiel richtig gefällt. Es ist kein Farmen, es ist Automatisieren und das ist ein riesiger Unterschied. Ein riesig gigantomatischer Unterschied. Okay. War doof. Dann doch. Wo ist es? Auf die 7. Hier. 7. Da dran. Dann da hoch. Also. Geht das eine Rolle? Ich glaube, oben kann ich sowieso anders. Also so wie ich will. Machen wir so. So, Überschuss. Wenn ich jetzt richtig gemacht habe, dann guck. Auch nicht oben raus. Halt, da. Da. Ja, funktioniert. Wir automatisieren auch, zumindest das Lager. Okay, das ist eigentlich auch schon ein automatisiertes Lager. Theoretisch. Es wird Überschuss geschreddert, es wird eingelagert, es wird der Zug automatisch beladen. Das eigentliche Ziel, ne? Und jetzt sind wir schon wieder Stunden beschäftigt. Was Einfaches. Also eigentlich könnte man den Zug automatisch beladen. Dann muss ich das nicht von Hand machen. Naja, genau. So fängt's an. Ich muss das jetzt erst machen, sonst vergesse ich das. Also, Mitte, alles Unbestimmte. Rechts, Überschuss. Ja,
Das werden wir jetzt so lange wiederholen, bis es nicht mehr sinken kann. Also alles Unbestimmte und Überschuss. Autosave. So, irgendwann werde ich den kompletten Stream hier automatisieren. Geht automatisch los. Und es wird automatisch das Spiel gestartet. Wird automatisch hier Alter sitzen und Quatsch erzählen. Eigentlich könnte man so, man könnte doch als Kamera, das was ihr hier seht, könnte ich sogar aufnehmen. Als MP4 speichern und hier ablaufen lassen. Muss nur noch irgendeiner das Spiel spielen. Und dann muss das, was der da hier das sagen würde, und das, was im Spiel passiert, irgendwie noch übereinstimmen. Hi. Schwebt einer durchs Bild. Naja, das, ich glaube, das Automatisieren wird nicht ganz so einfach. Es nennt sich dann Angestellter. Das unbestimmte Überschuss. Angestellter. Noch so eine Idee. Ach. Ein Angestellter, die ganzen blödsinnigen Ideen dann auch umsetzt. Genau, das nennt sich dann Mods. Ja, habt recht. Blöde ist, ich sitze hier schon im Keller. Da müssen wir noch eine Grube ausheben für die Mods. Da brauchen wir Mods, die für sich selber eine Grube ausheben, damit sie da leben können. Halt, unbestimmte Überschuss. Damit sie den ganzen Blödsinn, den ich den ganzen Tag so verzapfe, dann umsetzen können, damit ihr im Stream mehr Spaß habt. Wieder was. Jetzt muss ich weiter Blödsinn erzählen, weil ich habe nicht mal die Hälfte. Unbestimmt Überschuss. Jetzt ist es ruhig. Traut sich keiner mehr was zu sagen. Ja, es gibt hier einen Streamkeller und keinen Modkeller. Eben Modkeller müssen wir noch ausheben. Hört man eigentlich die Tastatur? Nö. Okay. Ups. Es gibt ja Tastaturen, die übelst laut sind. Und eigentlich gehört die hier auch dazu. Aber dann habe ich das Mikro so eingestellt. Die mal loben, dass man das nicht hört. Ich finde es je nach Stream, den ich selber gucke, nervig bis kann man überhören. Je nachdem. Was ich auch teilweise eine gute Idee finde, ist, wenn man sieht, was der Spieler oder Streamer eingibt, gerade bei Rennspielen ist es extrem interessant. Wenn die, das sind Möglichkeiten, also so hier nebendran direkt einen Controller noch einzublenden und auf dem man sieht, was gerade gedrückt wird, wie stark es gedrückt wird, wann eingelenkt wird, wann gebremst wird, das finde ich interessant. Hier kann ich jetzt rüberlaufen. In die Richtung. Okay, falle ich runter. Aber auch nicht immer. Bei jedem zweiten. Ach, hat man schon, ne? Ja. Hey, wir haben die Hälfte. Juhu, hoch die Hände. Wir haben die Hälfte. Moment. Unbestimmt Überschuss. Ja, stimmt noch. Und eigentlich wollten wir Lifte
Und Blätter bauen. Jetzt programmieren wir wieder Splitter. Wupp, wupp, ja. Muss ich ja irgendwie bei Laune halten, ne? Unbestimmt Überschuss. Also wäre jetzt abends. Und das wäre ein Abendstream. Aber ich würde heute Nacht träumen. Unbestimmt Überschuss. Unbestimmt Überschuss. Ein Albtraum. So. Jetzt habe ich nur das Problem, mir wird irgendwann tagsüber einfallen. Oder ich werde es dann merken. Irgendeinem Blitter. Das falsch rum gemacht. Heißt, es wird eigentlich alles geschreddert. Und nur der Überschuss, den es dann nicht geben wird, weil da ein Schredder steht, kommt in mein Lager. Und hätte dann sämtliche Splitter ablaufen, um zu merken, nee, war nicht so. Sind nämlich alle falsch. Weil ich einen Denkfehler drin hatte heute früh, weil es noch so früh war. So spät aufgestanden bin. Weil mich der Wecker hat 8 Minuten wecken lassen, bevor ich aufgewacht bin. Nur deswegen. So. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich beim... Ja, ich werde sehen, wie viel der Schredder zu tun hat. Ja, da werde ich sehen. Okay. Auch einfach nur oben dann zum Kontrollieren, wie viel beim Schredder ankommt. Und dann wissen wir, wo wir dran sind. So. Moment. Moment. Doch da. Da wollte ich hin. Oh, wer baut denn hier so eng? Wer macht denn sowas? Wieso komme ich da nicht durch? Bei dem da aber schon. So. Bitte. Oh, da. Richtig? Richtig. Nie reichen für die ganzen Schredder. Nie. Moment, Mitte, aber da. So, wir müssen da mittlerweile ein Muster oben haben, oder? Ja, okay. So, Mitte da. Mitte da. Ja, viel einfacher. Sag ich nur. Ich weiß immer noch nicht, wo wir die Schredder hinstellen. Eine leichte Übergröße. Ja, da ist Platz. Da ist kein Platz. Aber da ist Platz. Da ist kein Platz. Moment. Ja, ja. Das könnte passen. Und das passt sowieso. Irgendwann für jeden. Nein. Immer für jeden. Nein. Das heißt, wo brauchen wir denn wirklich Splitter? Schredder. Für jedes. Ich denke, die ersten beiden. Weil die am Anfang nicht verstopfen soll. Die ersten beiden oder die ersten vier in dem Fall brauchen auf jeden Fall eigene Schredder. Und danach. Vielleicht so jedes zweite. Okay. Müsste.
Wir passen. So, die sind wir auch, ja. Schon wieder Autosave. Moment, jetzt sind wir aber eins oder zwei? Eins. Auch eins. So. Symmetrisch gebaut, ja! So, oh. 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 Moment. Das ist doch easy. Ja. Wir machen Wände drum, dann sieht man es nicht. Die neue Prolksche Art zu bauen. Wände drum, dann sieht man es. Wände. Übrigens am Wochenende ein paar Videos gesehen mit sehr schönen Möglichkeiten, mit Glaswänden zu bauen. Und habe mir dann gedacht, nee. Moment. Geht anders. Ich habe mir dann gedacht, nee. Genauso. Genauso habe ich mir das gedacht. So. Müsste ich jetzt unten die Lifte nicht noch anschließen? Dann wäre ich aber fertig. Wie viele Lifte haben wir noch? Das wird nicht reichen. Moment. Lifte. I. Mal gucken, wie viele Stahlbetonteile da sind. Zumindest ist schon wieder was im Container. 27. Darauf will ich da drunter. Danke. Dann gehen wir looten. So. So, hier einfach nicht so genau hingucken. Wir sind gerade geschafft. Ah, jetzt müssen wir da wieder rein. Wer hat eigentlich so eng gebaut? Das gehört verboten. Wieso komme ich hier nicht so rüber wie auf der anderen Seite? Das gehört auch verboten. So. Nein. Doch. Was denn? So. Sind ja nur wieder 40. Hihihi. So, beim letzten Container kommt kein Schredder dran. Und ja, so viele Energiefragmente werden wir nicht haben. Die wollen wir auch nicht schreddern. Das heißt, wir müssen gleich nochmal durch gucken gehen, wo Energiefragmente sind. Die werden nicht geschreddert. Und beim letzten Container auf der linken Seite, kurz vor Morgengrauen, in Osten, da kommt kein Schredder hin. So. Osten? Also Westen. Ne, Sonnenaufgang war Osten. Eieieiei. Oh, passt sowieso nichts hin. Okay. Da ist nämlich alles Unbestimmte. Genau, alles Unbestimmte, was nicht durch die Fabrik, durch den Filter gefiltert, landet nämlich hier drin.
Das sind Obelisken, das sind Patronen, das sind diese blöden Quarzdinger und im Moment fester Biotreibstoff. Kommt auch wieder raus in einen Hänger. Ja, also wird nicht weggeschmissen, sondern es wird dann im... Oh, das ist eine Tür. Im letzten Waggon kommt das dann wieder mit. Noch einen schwarzen Kaffee für mich. Stark und schwarz. Dunkelstark schwarz. Ja, aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Er kommt. Achso, Little Island. Ja, Kaffee. Kaffee ist gut. Kaffee ist Liebe. Kaffee ist Leben. So, ich kann doch bestimmt wieder hier oben lang laufen. Da mal dran. Nix. Ja. Zip. Ach komm, geht gleich viel, 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 viel flüssiger hier. Einzige, was ein kleines bisschen seltsam ist, wenn man hier so sämtliche Maschinen um einen rum sieht. Diesen Linien, die angeben, wie groß die sind. Haben wir die Splitter schon programmiert? Ja, danke. Hab's vorhin gerade noch gesagt. Ja, ich wusste es. Wir haben gerade alles rausgeholt vorhin, ne? Es ist nichts mehr da. Nein. Das habt ihr nicht gesehen. Stahlträger. Okay, sich hier drin zu bewegen, ist eigentlich kein Spaß mehr jetzt. So, Stahlträger sind immer noch zu wenig da. Viel zu wenig. Viel zu wenig. So, wie viel können wir jetzt denn? Noch einen schwarzen Kaffee für mich. Stark und schwarz. Dunkelstark schwarz. Jan, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ich pull mich aus den Federn und krieche zur Kaffeemaschine. Euch allen ein schönes Bergfest. Haben wir schon Mittwoch? Ernsthaft? Ja doch, ich habe gestern in den Terminkalender geguckt, was heute an Meetings ansteht. Es fängt um 7:30 heute bei mir mit Meetings an. Das wird sich durchziehen bis 12.30 Uhr. In 12:30 Uhr. 4 Stunden Meetings. Es sind unterschiedliche Meetings. Alle so nacheinander. Zack, 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 zack. Ja, finde ich eben auch. Vor allem, du hast dann wirklich den ganzen Tag Meetings. Oder den ganzen Vor... Ne, heute Nachmittag ist auch nochmal was. Den ganzen Tag Meetings. In dem man seltenst nebenbei noch was machen kann. Aber einfach aufpassen muss. Oder selber reden muss. Und es ist schon anstrengend, weil du hast am Abend das Gefühl, ich habe eigentlich nichts gemacht. Dann guckst du wieder auf deinen Projektterminplan und denkst, hätte ich sinnvoller nutzen können den Tag. Ja. Aber jetzt weitermachen. Nicht sinnvoller nutzen die Zeit. Ist übrigens auch so eine schweizerische Krankheit, dass man wirklich
jede Minute, Sekunde, Stunde irgendwie sinnvoll nutzen will. Wobei sinnvoll halt für jeden Einzelnen definiert ist, ne? Ich meine, es gibt genug Leute, die das hier, ne? Das hier, was wir hier so, ne? Hier so haben. Ja, auch das da. Als Zeitverschwendung sehen. Videospiele, was? Einem zugucken, der Videospiele spielt, was ist das denn? Da spiele ich doch lieber selber. Liebe Grüße an alle Fußball-WM-Gucker da draußen, ne? So, hab mal 50% der Deutschen gedisst. Ja, Moment. Jetzt haben wir die ganzen Dinger da oben. Oh, hier muss ich auch nochmal. Was? Hallo? Ich hätte gern. Ich. Was ist das für ein Freund? Hallo? Nein, lass rum, so rum. Wieso ich jetzt jeden andersrum drehen muss, damit er richtig rumsteht, weiß ich auch nicht. Fragt die Entwickler. Apropos Entwickler. Das ist wieder ein Übergang. Ey, ich bin stolz auf mich heute. Ich habe gestern gesagt, ob ihr das Video der Entwickler gesehen habt, was es alles nicht in dieses Spiel schaffen wird. Und ich bin gestern gerade dazu gekommen, noch den ersten Punkt zu sagen. Dann war der Stream zu Ende. Übrigens eine der Methoden, die man glaubt, dass man seine Zuschauer, Zuhörer besser an sich binden kann, ist eine Methode der Informationsvorenthaltung. Ne? Wenn ich euch nicht alles sage, müsst ihr das nächste Mal wieder einschalten, um zu erfahren, was ich noch zu sagen habe. Also, was die Entwickler gesagt haben, das machen wir dann morgen, ne? Einwände? Keine? Ich nehme das mal stillschweigend als Ja hin. Okay. So klar. Was? Was? Nein. Wieso snappt es auf der Seite sofort? Also. Sofort. Ja. Aber es dreht auch wieder so blöd. Nee, also, was haben die Entwickler gesagt? Das eine haben wir gestern schon gesagt, es wird kein Tower Defense Game. Es wird keine Mechanik eingebaut, dass man Türme bauen muss, dass die ganze Zeit Monster anrennen, dass man es verteidigen muss. Wird es nicht geben. Ja, oh, die sind nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Moment. Oh, habe ich es noch drin? Habe ich es noch drin? Ich weiß gar nicht. Ich. Darf man das als Streamer? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Hinter mal im Lurk, ne? Und später wieder. Also kein Tower Defense Game. Da waren wir. Das zweite. Damit einhergehend. Und das wird sich jetzt durch. Bisschen durchziehen durch sämtliche Punkte und wir haben schon wieder keinen Stahl. Ah, dann kann ich jetzt das mal anschmeißen, dann kann ich euch ein bisschen erzählen. So, lass mich ein paar herstellen. Zweiter Punkt, den es niemals geben wird in Settis, ist der Fall oder Hitpoints für Gebäude, für Fundamente und was auch immer. Ist ein bisschen verwandt mit dem ersten Punkt, also kein Tower Defense und keine Reparatur. Der Fall von Gebäuden. Und da kommt gleich der dritte Punkt. Es wird keine Wartung geben für Maschinen,
die Fundamente, es wird keinen Zerfall geben. Man wird niemals durch die Fabrik laufen müssen, um Maschinen zu reparieren, die schon sehr lange laufen. Denn ab einer gewissen Größe würdest du nichts anderes mehr tun. So, das waren jetzt schon mal die drei Punkte. Die drei Punkte zusammengefasst ist eigentlich der vierte Punkt. Oder war der vierte Punkt noch was Eigenes? Also zusammengefasst Punkt 1, 2, 3 und 4 so als allgemeiner Punkt, alles zusammen. Es wird nie etwas kommen, was den Spieler dazu zwingt, etwas in einer bestimmten Richtung zu machen. Man will die Kreativität, man will die Freiheit des Spiels komplett erhalten. Und dadurch, ja, ich habe gesehen, Sport, Moment. Und dadurch halt wirklich den jetzigen Spielstil erhalten. Servus Fails. Was gestern nicht schon davon? Man sagt erst Hallo und knallt dann den Sport rein. Geh auch nicht hin und schlag dir ins Gesicht und sag dann Hi. Ich würde es auch andersrum machen. Vielleicht. Und ja, das habt ihr doch bestimmt auch. Es gibt diese Art Freunde. Da gleicht man sich an. Haut den erstmal eine rein und sagt dann Hallo. Best friends ever. Freches Volk und guten Morgen. Ja, genau. Ey, oh, es ist uns jetzt wieder ausgegangen? Moment, ich glaube, das könnte aber reichen. Ansonsten schmeiß ich hin. Moment, wo sind wir? Da sind wir. Wird nie und nimmer reichen. Moment, wenn ich runterscroll, ist es gegen den Uhrzeigersinn. Kann ich mir das irgendwie merken? Nein, weil es total daneben ist. Ich hatte das Rad, Moment. Ja, je nachdem, wie man raufguckt. Gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn. Ich werde es einfach ein Leben lang falsch machen. Warum lurkst du dich selber, Brolk? Ich weiß nicht, darf man das nicht? Das war so eine Frage an euch. Darf man im eigenen Stream in den Lurk gehen? Hat jemals einer gesagt, dass man es nicht darf? Gibt es eigentlich sowas wie einen Streamer-Kodex? Oder Regel für Streamer? Ja, gibt es. Es gibt genug YouTube. Es gibt genug Videos darüber. Ne? Auf großen Videoplattformen gibt es jede Menge Videos dazu. Was man als Streamer tun sollte, was man nicht tun sollte. Was ich gehört, was ich nicht gehört. Ja. Gute Frage. Doch, es gibt genug. Soll ich als neuer Streamer auf Twitch eine Nische finden und diese Nische bedienen? Soll ich abends streamen? Soll ich morgens streamen? Also Freitagabend ist ganz schlecht. Da ist Gronk. Der ist Gronk online. 20.000 Zuschauern. 20.000 Zuschauer. Jeden Freitag. Och nö. Auf der anderen Seite wird es natürlich gehen. Aber der Seite nicht.
Mac Blume, guten Morgen. Fit? Ja, natürlich. Du warst doch auch schon da. Du wirst mir gerade angezeigt als erste Chatnachricht des Zuschauers. Bilde mir ein, du warst schon mal hier. Oder du warst bei jemand anderem und da habe ich dich gesehen. Das könnte natürlich auch sein. Aber wunderschönen guten Morgen. Ja, fit? Ja, natürlich. Ich bin immer fit. Öfters. Ja, eben. Also gesehen habe ich dich öfters, aber erste Chatnachricht des Zuschauers. Ja, sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ja. Mit wie ein Tool in Schuh. Haha. So, machen wir da halt Fundamente hin. Und die reißen wir bestimmt gleich wieder weg. Moment. Also, eben hat er gemeckert wegen den Fundamenten. So. Das stört ihn dann wieder nicht mehr. Öfters dann. Herzlich willkommen. Oder fit. Ah, das war jetzt aufs Fit bezogen, oder? Es war ein Bait. Es war ein Bait. Nein. Und ich fall voll drauf rein. Sind schon wieder 4 Minuten rum? Oh, mir geht's ganz schlecht. Ich fühle mich ganz schlapp. Und ich glaube, ich krieg Fieber. Das. Oh, nee. Der Stuhl ist gerade mal 3 Monate alt und der quietscht und knarzt, als wäre ein Obi. Dankeschön. Ja. So, 5. letzter Punkt, was die Entwickler niemals einbauen werden in dieses Spiel. Ist genug Abstand, genau. Jetzt muss ich ja wieder Fundamente setzen, damit ich da wieder. Moment, ich bin gleich soweit. Es kann sich nur um Stunden handeln. 5. und letzter Punkt. Was ist. Stand heute, dann kam das Video am Wochenende, stand vorm Wochenende oder so, es niemals in Tethys schaffen will, letzter Punkt, Golf. Und, ich muss ja ein bisschen mehr flexen hier, ne, oh man, da sieht sich bitte blöd, ah, schade. Golf. Letzter Punkt, es wird Stand aktuell kein Golf geben in dem Spiel. Da habe ich mir gefragt, was? Golf? Warum? Wer wünscht sich sowas? Dass es jetzt kein Axtwerfen in dem Spiel gibt, das finde ich ja richtig schade, aber Golf? So, neben den ganzen Fußballern haben jetzt noch die ganzen Golfer gedisst. Ja? Der Tag wird richtig gut. So. Moment, für wie viele habe ich Material dabei? Für 10. Einen haben wir zusätzlich. 1, 2, 3, 4, 5. Gucken, ob das schon reichen könnte. So. 1, 2, 3, 4. Es geht vor allem darum, dass die Ersten kriegen alle eigene Schredder und dann können wir, denke ich, Schredder kombinieren. Einfach, dass es keine Verstopfung gibt im Sortiersystem. So. Theoretisch, Moment. Die ersten Bänder, die brauchen einen eigenen. Also ein Band, ein Schredder. 2 Bänder, 1 Schredder, wäre wieder gleich viel. Und danach 4 Bänder, 1 Schredder. Und dann 5 Bänder, 1 Schredder. Also 1er, 2 Bänder,
4 Bänder, 8 Bänder, 16 Bänder. Müsste genau aufgehen. Vielleicht. Hier waren wir. Der Abstand ist gut. So. Zwei. Das immer schön bei jedem Weiten geht das auf. Boah, ich bin fasziniert. Nächste Plan war nach Schreddern. Das wird der Abstand zwischen den Containern. Boah, nee, das wird riesig. Oder welches nächste Mal? Wenn wir das nochmal bauen würden. Auf gar keinen Fall. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Reicht. So. Wir haben die Strombübel hinten dran, oder? Wo ist dein Strom? Strom. Da, seitlich. Moment, das geht. Nee, geht nicht. Maschinen haben nur einen Strombübel. X. Teil. Süns. Machen wir so. Moment. Schieben 8, dann haben wir zu wenig Material. Hier durch, ich hoffe, das wird jetzt eins der letzten Male. Nein, wird es nicht, wo ich hier durch muss. So. Stahlbeton nehmen wir wieder mit, was da ist. Das müssen wir unbedingt. Wenn das, doch, wir können anschließen. Dann anschließen, wir können danach Tests fahren, wenn die Schredder dran sind. Wir werden mal beladen und entladen. Sinnvoll? Doch, wenn wir beladen und gleich wieder entladen, dann wird nicht so viel geschreddert. Also können wir das machen. So, was wollte ich jetzt? Hier wollten wir. Hier. Da. Und darüber. Geht zum Abschließen. Boah. Luft. Luft dazwischen. Und jetzt haben wir doch die Nubel hier, Trägerverbindung. Oh, ich hätte eigentlich die bunten nehmen können. Da wäre nur ein bisschen mehr Grün dazwischen. Aber sieht auch okay aus. Moment, kann man nicht Material ins Material nur in Fundamenten und Wänden und Dächern? Na, okay. Nix. Träger mit. Ach, passt. Lassen wir so. Aber die werden uns. So, was haben wir gesagt? Danach 3. Ja, okay, mehr als 3 können wir überhaupt nicht. Und danach immer 3. Was nicht reichen wird. Machen wir hier gleich, wenn wir hier gleich 3 machen, dann gibt es eine Verstopfung.
Also bleiben wir bei 2. So, Fusionator. Ein Autosave. Fusionator. Mal hier in die Mitte. Was dran? Was dran? Und natürlich gehen die Stahlbetonträger gleich aus. Dann kommt das dran. So. Und ab jetzt kombinieren wir immer 3 in einen Schredder. Mal die Schredder etwas weiter weg platzieren. So. Heißt, wir gehen in die Mitte. In 1. 3 und dann da rein. So, da die Schredder jetzt aber zu nah dran stehen, die weg. Und wir nehmen hier 1, 2, 3. Da geht die Hintergrundbeleuchtung flöten, weil der Akku leer ist, weil ich den nicht geladen habe gestern. So. Da geht auch noch. Nicht ganz so schön, aber geht auch noch. Und da. Ah, ja, Fails hält den Sport wieder auf Cooldown. Ne? Ich mach gleich. So. Und wie viel Beton, Stahlträger? Ich schmeiß kurz die Stahlbetonträger an. Ne? Effizientes Arbeiten. Schweizer, typisch. Ein Leerlauf. So. Hallo? Jetzt. Also, wir haben Sport. Irgendwann müssen noch die Punkte zu Ende sein. Oh. Warum so viele Schredder? Und so, ich gehe mal Lebenszeit verkaufen. Mach ich mal einen schönen Mittwoch. Bis morgen. Tschüss, Jan. Ich hab's nicht gesehen. Ich war gerade mit Schreddern beschäftigt. Die Schredder, da kommen wir gleich dazu. Den Sport habe ich sofort gesehen, aber wenn ihr was schreibt, ist nicht. Und dir natürlich einen sehr schönen Tag, Jan. Hab Spaß, überarbeite dich nicht und sei fleißig, ne? Warum so viele Schredder? Weil wir hier ein Sortierungssystem haben, das mir ermöglicht, meinen Bauzug automatisch zu entladen und beladen. Jetzt läuft es aber alles ja über Überschuss und ich will da nicht nur entladen, was ich im Zug habe und wieder beladen, was ich im Zug hatte, sondern ich will ja den Zug wieder komplett voll haben. Das heißt, aus anderen Lagern, die woanders stehen, kommt auch über Förderbänder das Zeug natürlich wieder hin. Und damit es beim Entladen nicht alles verstopft, wird der Überschuss komplett geschreddert. Ist das gelb? Ach, das ist vom Spiel. Ich dachte gerade, ich hätte hier irgendwas Gelbes plötzlich. Da ist aber nichts. Deswegen so viele Schredder. Und deswegen auch. Wie viele haben wir? 94. Und deswegen auch kriegen die ersten beiden Sortierer auf jeder Seite einen eigenen Schredder. Damit die halt alles komplett wegschreddern, damit es nicht noch mehr Verstopfung gibt. Ihr werdet es gleich sehen. Es dauert ziemlich lange, dass das hier alles sortiert wird. Aber ich habe dann gedacht, okay, die Zeit, um es zu sortieren, ist eigentlich egal. Denn ich brauche ja nicht alle 5 Minuten einen komplett neu bestückten Bauzug.
Ach so, Strom anschließen müssen wir irgendwann. An dem Bahnhof. Ansonsten wird da überhaupt nichts sortiert. Also eigentlich nur noch ein Gleis setzen. Ja, Gleis setzen. Deswegen so viele Schredder. Und beim zweiten kommt ja. Nee, eben nicht. Jetzt habe ich einen Denkfehler drin. Wenn als erstes das gute Zeug hinten ankommt, das dann noch zufälligerweise direkt nebeneinander in den Containern ist, dann gibt es sowieso eine Verstopfung. Also ich bräuchte eigentlich noch mehr Schredder. Um komplett zu verhindern, dass es hier verstopft. Aber ja, wir gehen einfach davon aus, dass ich zu wenig Zeug habe, ich den Beton verarbeitet. Wir gehen einfach davon aus, dass eben die Sortierzeit spielt keine Rolle. Für das meiste. Hier kommt auch zu wenig an. Also Beton, Stahlträger, Stahlbetonträger ist zu wenig da. Ist viel zu wenig da. So. Ja, deswegen so viele Schredder. Ja. War ich umgedreht, natürlich. Weiter hinten. Ah, richtig umgedreht. Ich würde intuitiv jedes Mal anders rumdrehen, als mir das Spiel vorgibt, wie ich rumdrehen muss. Es ist, keine Ahnung. Es ist so drin. Bei mir. Oh ja, mal hier. Moment, der letzte kriegt einen Schredder. Weil das. Moment. Habe ich unten irgendetwas weggelöscht? Durch das Fundament durch. Oder auch nicht. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Ah! Na gut. Noch nicht hochspringen. Und der Schwebrucksack. Das ist das nächste, was wir angehen. Ohne Schwebrucksack macht es langsam keinen Spaß mehr. Wir waren oben. Halt. Müssen wir das Ding wieder verlängern? Das sind wieder Stahlträger. Wir brauchen so viele Stahlträger. Schlimm. Richtig rumgedreht. Lalalalala. So. Und? War ich rumgedreht. Kann ich das invertieren? Das umdrehen? Das ist wahrscheinlich wieder eine Option, die ich dann jedes Mal wieder eingeben muss, weil es nicht gespeichert wird. Nicht das Drehen invertieren. Ich kann die Kamera invertieren, also hoch runter. Ihr nehmt es auch jedes Mal wieder raus. Einfach nur. Nein, das ist böse. Einfach nur, weil wir es können.
Es ist. Oh. Boah, Autosave. Ich dachte schon, das Spiel wäre abgeschmiert. Weil hoch drin. Ich würde gerne. Ich will. Da. Danke. So, jetzt wird uns irgendwann das Material wieder ausgehen. Weil. Wie kann das? Direkte Eisenplatten. Der böse Autosave. Ja, und vor allem. Es wird schon wieder so schlimm. So eine ganze Sekunde Autosave. Warum? Ich habe noch nicht mal viel gebaut. Ich bin noch nicht mal in der letzten Phase. Ich bin noch nicht mal, ups. Bei richtig weiten Meilensteinen. Das wird dann noch viel größer. Was brauchen wir noch? Eisenstangen haben wir eigentlich genug. Eisenplatten auch. Beton haben wir genug. Und Stahlbetonträger machen wir sowieso generell zu wenig. Ah, Moment, wir sind gerade da. Nehmen wir die 25 wieder mit, ne? Böse Autos, ey. Nee, eigentlich ist er ja gut. Gute Autos, ey. Wenn er denn tut, was er soll. So. Manu. Ja, mein Platzproblem, ne? Haben wir ein Platzproblem? Nee, wir haben kein. So, den schließen wir gerade noch an. Boah. Okay. So, und mit diesem herrlichen Ausblick von hier oben. Moment, komme ich auf den Schalter rauf? Ja. Nee, darauf. So, mit diesem. Ah, wir kommen noch höher rauf. Mit diesem herrlichen Blick von hier oben. Entlasse ich euch in euren weiteren Tag. Und, oh, wir haben ja mal richtig die Auswahl heute. So, und auch wenn es überhaupt nicht mein Spiel ist, was er seit neuestem spielt, er findet es wohl sehr interessant. Gehen wir trotzdem mal zu ihm. Viele sind wir eigentlich. Wir. Plus unbekannte Anzahl Hosts. Es ist 59. Zäh, der jetzt ist schon um. Ich hab extra gewartet, Menno. Ja, Fails ist da immer sehr genau. Winkt ganz verhalten. Tschüssi. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Moment, erstmal halt. Halt. Erstmal starten wir den Raid. Dann kommt die Verabschiedung. So, da ich das jetzt immer noch von Hand machen muss. So, seht ihr auch gleich, wo es hingeht. Wir gehen zum Painter. Der spielt Euro Truck Simulator. Und ja, ich gucke heute zum ersten Mal selber zu bei Euro Truck Simulator. Ich bin gespannt, wie es ist. Und wir werden Spaß haben. Ne? Grüßt ihn schön von mir. Habt einen schönen Tag. Seid fleißig. Tut nichts, was ich auch tun würde. Benehmt euch. Bis morgen früh. Und bis dann. Ciao. Ja, da, guck mal. Wenn man sich verabschiedet, guck mal dahin. Ciao. Und nicht auf den Kontrollbildschirm da drüben.